Müll vom Keller bis zum Dach. 2 Jahre hat die Mieterin hier mit ihren 6 Kindern gelebt. Der Boden übersät von Hunde- und Katzenkot. Wie hier Menschen gewohnt haben können, wo 5 Kinder in die Schule gingen, das kann ich mir schlecht vorstellen. Gucken Sie mal die Toilette an, die Deckel, Klos, da sind 3 Toiletten hier drin, die sehen alle so aus. Bei der Übergabe war die Wohnung in einem einwandfreien Zustand, so der Rentner. Als seine Mieterin im September wegen der angekündigten Zwangsräumung dann doch freiwillig auszieht, ist von einem einwandfreien Zustand nichts mehr übrig. Ihr könnt ihr das euch jetzt gar nicht vorstellen, was das für ein Gestank war, wenn wir hier stehen. Da hätten Sie es vielleicht nicht ausgehalten. Die meisten haben einen Arm gleich, wenn einer hier geguckt hat in der letzten Zeit, vor die Nase gehalten und gleich raus. Und da haben die geschlafen drin. Schon kurz nach dem Einzug im Sommer 2014 lässt die Mieterin ihn nicht mehr rein, erzählt er uns. Kurz darauf entbrannte ein erbitterter Streit. Sein Vorwurf, die alleinerziehende Mutter würde das Haus nicht pfleglich behandeln. Anstelle eines erlaubten Hundes hatte sie gleich mehrere, auch Katzen und Kleintiere. Auch die Miete komme nie vollständig. Die Mieterin hingegen soll dem 81-Jährigen vorgeworfen haben, unangekündigt in die Wohnung gekommen zu sein. Der wiederum rechtfertigt sich, er habe 3.700 Euro an Mietrückständen gehabt. Gucken Sie mal sowas an. Vor ein paar Wochen zieht die Mieterin dann über Nacht aus. Der Rentner hat längst einen Anwalt eingeschaltet. Da die Mieterin aber Sozialleistungen empfängt, gibt es wohl wenig Hoffnung. Na gut, wir haben der Mieterin jetzt erstmal eine Nachfrist gesetzt, dass sie erstmal ihren ganzen Unrat, der noch in der Wohnung und im Haus befindlich ist, rausräumt. Denn es ist hier ihre Verpflichtung gewesen, normalerweise das Haus ordnungsgemäß zu hinterlassen. Das hat sie nicht getan. Sie hat jetzt nochmal eine Gelegenheit, das zu machen. Wenn sie es nicht machen sollte, muss es der Mandant machen. Und dann würde man rein theoretisch die Möglichkeit haben, dann Schadensersatz zu beanspruchen, weil nicht keine ordnungsgemäße Räumung stattgefunden hat. Und das wäre dann der nächste Weg, möglicherweise auch gerichtlich. Das muss man aber mit dem Mandanten abklären. Die ehemalige Mieterin haben wir heute nicht erreichen können. Gegenüber der lokalen Zeitung soll sie gesagt haben, sie habe wegen 2 Bandscheibenvorfällen nicht aufräumen können. Rudi Bayer befürchtet, dass er auf allem sitzen bleibt. Er rechnet mit 15.000 Euro Gesamtkosten für die Aufräum- und Renovierungsarbeiten. Wissen Sie, ich habe irgendwie eine starke Natur und ich kann sowas verkraften. Meine Frau ist fertig, ne? Der 81-Jährige überlegt, das Haus im kommenden Jahr zu verkaufen, denn er hat jetzt Angst, nochmal auf Mietnomaden reinzufallen.